So, jetzt nehme ich das zum x-ten Male auf. Es ist ja furchtbar. Irgendwas stimmt mit der Aufnahmefunktion nicht. Es geht um y-Achsenabschnitt berechnen. Also, das heißt, wo schneidet ein Graph meine y-Achse? Und es geht darum, zu berechnen. Also, ablesen kann das jeder, ne? Aber berechnen, wo ist wirklich die echte Nullstelle? Das heißt, wo taucht mein Graph in den Keller ein? Ich sage mal gerne hier, das hier, die x-Achse. Das ist auch höhenmäßig, y ist immer so eine Art Höhe, höhenmäßig 0. So, jetzt bin ich gerade beim Einzeichnen, habe Punkt A festgelegt, jetzt kommen die Koordinaten für Punkt B. Es ist ja furchtbar. So, jetzt habe ich die beiden Punkte A und B koordinatenmäßig einmalen, das dürfte eigentlich jeder können. Und schwupp, einfach mal verbunden, ein bisschen luschig alles gemacht, damit wir wirklich gezwungen sind zu rechnen. Denn so genau kann kein Mensch ablesen, wie sich es manchmal ergibt. So, da ist der y-Achsenabschnitt. Y0 kann man auch sagen. Und den haben wir jetzt geschätzt. Das müsste ungefähr, ne, y-Achsenabschnitt habe ich hier nochmal dargestellt. Und das 1, 2, 3 ungefähr. Das kann man hinschreiben, so ungefähr, ja. Da ist x0, also die Nullstelle. Und x0 ist ungefähr 2. In unserer Skizze. Wohlgemerkt. Naja, ich gucke mal ein bisschen nach vorne, damit wir jetzt nicht alles Mögliche erzählen müssen. Die allgemeine Funktionsgleichung lautet ja, f von x ist mx plus n. M ist der Anstieg. Ich schreibe es nochmal ran, oder hat es rangeschrieben. Und das ist der y-Achsenabschnitt, also y0. So kann man es auch schreiben. So, und diesem Ding muss das ganze Ding gehorchen. Und jetzt haben wir uns gesagt, ja, jetzt lesen wir erstmal ab. Aus unseren Punkten kann man das schon machen. Wie weit muss ich nach rechts gehen und wie weit muss ich dann hoch oder runter gehen? Sprich, das ist das Thema Anstieg. Jetzt habe ich hier gezählt und das kann man auch hier nachvollziehen. Von minus 3, noch 2 weiter, noch 4 weiter, von minus 3 bis plus 4, also hier unten auf der x-Achse bis hierher. Das sind 7 Schritte nach rechts und wir sagen ja immer zu Anfang nach rechts. Und dann kann man abzählen, wie weit kann man runtergehen. Auch das kann man ablesen. Das sind von 7 bis minus 2, das sind, weil es runtergeht, minus 9. Hat nichts mit der minus 2 zu tun, sondern es geht nach unten. Ne? Wir gehen ja in unserem Steigungsdreieck erst nach rechts und dann gucken wir, ob wir runter müssen und hier müssten wir runter. So, und n mussten wir schreiben, weil n, ja, plus ungefähr n geht nicht. Und das rechnen wir jetzt aus. Und jetzt machen wir uns Folgendes zunutze. Man könnte ja was versuchen, bin ich drauf eingegangen. Wir sagen einfach 0 ist gleich, aber das ist Mist. Also da kommt man nur zur Nullstelle. Das ist alles Käse. Also wenn man solche Versuche macht, ja, nee, wenn ich dann sage, nein, hier ist ja der x-Wert 0, ja, dann entsteht hier 0, f von x ist gleich n. Ja, wie? Ja, schon, aber ne, man kann nicht rechnen. Aber wir können uns was zunutze machen. Wir können sagen, da ja die Punkte zu dem Graphen gehören, also auch Element, also ein Wertepaar der Funktion sind, was man durch Errechnen ja macht. Ich schreibe ja zur Funktion rüber, du kannst ausrechnen, minus 9 Siebtel mal das, was ich dir gebe, und plus einen genauen Wert. Kann ich sagen, ich habe dir minus 3 gegeben, ist der x-Wert, und du gabst mir 7 zurück. Ja, dann setze ich doch für f von x mal den Rückgabewert ein. Die 7 und hier setze ich das ein, was ich der Funktion mal gegeben hatte, nämlich minus 3. Da ich das nicht weiß, schreibe ich hinten n nochmal hin und jetzt kommt der Rückgabewert. Das ist das, was ich vorne hinschreibe. Und der Rest ist jetzt Pillepalle. Das kann man jetzt wieder ausrechnen. Also Gleichung umstellen und so weiter. Alles kein Problem. Ich gehe mal schon ein Stück weiter. Also auf solche Kleinigkeiten gehe ich jetzt nicht ein, wie ich mit Brüchen arbeiten muss. Das könnt ihr doch auch in den anderen Videos nochmal nachgucken. Achtung, 22 Siebtel ist n. Oder ich könnte auch sagen, 22 Siebtel ist x0. N. Y0. So, aber jetzt bitte nicht einfach einen Taschenrechner nehmen und irgendwelchen Mist machen. Wir haben hier übrigens nochmal überprüft. Wenn ich 21 durch 7 nehme, wäre ich bei 3. Es ist ein bisschen mehr, also muss es ein bisschen mehr sein. Und jetzt aber nicht mit dem Taschenrechner sagen, ja, das ist irgendwie 3, und dann so weiter. Nicht luschig rechnen, dann wäre ich nämlich immer ungenauer, wenn ich mit luschigen Werten rechne. Luschig sind Werte, die nicht höchst genau sind. Brüche sind immer genau. Gut. Diese 22 Siebtel
Mit diesem Wert kann ich jetzt meine Gleichung ersetzen. Damit kann ich meine Gleichung ersetzen. Jetzt muss ich nicht mehr plus n schreiben, sondern ich schreibe plus 22 Siebtel. Ich rechne jetzt mal auf dem nächsten Blatt weiter und damit es nicht verloren geht, schreibe ich das nochmal hin. Plus 22 Siebtel. Na, so. So heißt meine Funktionsgleichung. Und jetzt kommt es drauf an, jetzt kommt es auf diesen Kellerwert an. Achtung, hier pfeift meine Funktion in den Keller. Ja, die kommt von hier oben und hier ist er bei Höhe 0. Genau an der Stelle ist bei Höhe 0. Ich weiß zwar nicht genau den x-Wert von der Stelle, aber ich weiß den y-Wert. Höhenmäßig nämlich 0. Das mache ich mir zunutze und setze statt f von x 0 ein. Ihr werdet es gleich sehen, ich habe es dann hingeschrieben. Und der Rest ist dann wieder Pillepalle, dann kann man rechnen. Na, nu, wann schreibe ich denn nu? Ah, hier. So, und jetzt schreibe ich einfach die Funktionsgleichung weiter. Ne? Hier diese 0. Das ist der Höhenwert sozusagen. Und den habe ich an der Stelle. Und das weiß ich. Alles andere weiß ich auch fast, bis auf den richtigen x-Wert. Und weil ich den noch nicht weiß und weil das x0 später wird, schreibe ich x0. Und die 22 Siebtel habe ich ja eben noch errechnet gehabt. Hinschreiben. Ja, der Rest ist wieder Pillepalle. Ausrechnen, also umstellen. Alles kein Problem. Ne, das macht man dann. Das muss man aber üben. Also mit ein bisschen mit Brüchen umgehen. Ach so, hier habe ich gedacht, Minus mal Minus ist E plus. Und dann werde ich dieses Zeug dann weglöschen. Gut, genau. So. Also hinschreib, hinschreib, hinschreib. Ich spule mal ein bisschen vor. Kürz, 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 wenn es nur geht. Und 22 Neuntel muss ich ausrechnen. 22 durch 10 wäre 2,2. Also es wird ein bisschen mehr sein. Naja, das entspricht ungefähr 2. Bei der luschigen Malweise hier, wie ich hier das alles hingeschmiert habe, ist das schon mal gar nicht so übel gewesen, das zu malen. Man kann ja noch so genau malen. Es gibt manchmal so krumme Werte, die kann man nicht einfach ablesen. Und deswegen haben wir das mit dem Berechnen gemacht. Leute, guckt einfach auch nochmal unter dem Thema Nullstellen, Y-Achsenabschnitt oder einfach lineare Funktionen in den entsprechenden Playlists bei uns nach. Es gab es alles schon mal. Hier habe ich es nochmal für unsere Achter gemacht, damit die das nochmal explizit sehen. Also, ich wünsche ein schönes Wochenende und ja, übt schön.